Hey, I'm Selena Gomez, and welcome to the Kitty Contest. I wish you all the luck. Hi, I'm Ollie Mears, and I just wanted to wish everyone at the Kitty Contest all the best of luck. Live aus der Wiener Stadthalle F, der Kitty Contest 2013 mit Olivia, Ronja, Jakob, Siri, Vanessa. Hallo, hier ist die Clio und ich wünsche jedem, der beim Kitty Contest mitmacht, ganz viel Glück und viel Erfolg. Mit dabei Viola, Carina, Amelie, Marcel und Lisa. Enjoy the party! Enjoy the show! Kitty Contest! Rock the house! Contest 2013 und hier ist Arabella Kiesbauer. Jetzt geht's los! Herzlich willkommen beim Kitty Contest 2013 live auf Puls 4. Und meine erste Frage an euch lautet: Geht's euch gut? Ich hör nix. Geht's euch hammermäßig gut? Das ist richtig so, dann seid ihr nämlich vorbereitet für unsere Show und unsere 10 Finalisten. Und natürlich auch an euch die Frage, wie geht's euch? Gut? Nervös, ein bisschen aufgeregt? Das gehört sich auch ein bisschen so. Aber ich bin sicher, ihr werdet die ausverkaufte Wiener Stadthalle F rocken wie die Großen. Und sollte jemand nicht wissen, worum es heute Abend geht, also 10 Kids, 10 aktuelle Pop-Hits mit neuen witzigen Texten und am Ende einen Sieger oder eine Siegerin beim Kitty Contest 2013. Wobei eigentlich sind sie ja alle schon Sieger, denn sie sind alle vertreten auf dieser CD, der aktuellen CD zur Show. Kitty Contest Volume 19. Seit gestern im Handel. Und wenn ich euren Applaus richtig deuten kann, dann demnächst ganz oben in den Charts. So, meine Lieben, ihr macht nicht nur die Show heute, ihr seid auch erste Reihe fußfrei dabei. Und zwar da drüben in der Kika Lounge. Kommt, lasst uns mal rübergehen. Dort ist es nämlich richtig gemütlich. Da hat jeder ein Plätzchen. Ich mache mich da auch mal breit. Kann man mal so schauen. Aha, okay, gut. Und also das wäre eigentlich auch ein ziemlich cooles Jugendzimmer, muss man sagen, oder? Sollen wir jemandem die Chance geben, die Kika Lounge zu seinem Jugendzimmer zu machen? Ich würde sagen, ja. Also, wenn ihr uns während der Sendung eine Mail schreibt, dann habt ihr ganz gute Chancen, diese Kika Lounge als Jugendzimmer zu gewinnen. kittycontest@puls4.com ist die Mailadresse, aber alle Infos zu diesem Gewinnspiel, die bekommt ihr auf kittycontest.com und puls4.com. Ja, und meine Frage ist, soll ich jetzt noch weiter labern bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag oder wollen wir loslegen? Ich hab's verstanden.
Wir legen los, meine Lieben. Nur ganz wichtig ist, dass ihr euch merkt, die Startnummern eurer Favoriten, also der Kandidaten. Ganz wichtig, die braucht ihr nämlich später für das Voting. Okay? Also wir beginnen mit Startnummer 01. Und eine junge Dame aus St. Pölten in Niederösterreich, die hat Energie für zwei. Sie ist 10 Jahre jung und sie heißt Olivia. Hallo, ich bin die Olivia und singe für euch Ich bleibe auf im Original Safe and Sound von Capital City. Wenn meine Olivia ins Bett liegt, dann kommt sie eine halbe Stunde später wieder raus. Und eine Stunde später kommt sie wieder raus. Eine Stunde ist übertrieben, nach 5 Minuten. Ich dachte mir, von wo wissen die, dass ich wirklich aufbleibe, weil der passt wirklich sehr gut zu mir. Ja, ich freue mich sehr, dass Olivia bei uns im Chor mitsingt. Sie ist nämlich nicht nur Chorsängerin, sondern sie ist auch Solistin. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß, im Chor zu sein, sonst wäre ich ja nicht hier. Sie liebt Spaghetti und Selena Gomez, aber sie hasst eines, schlafen gehen. Und ich fürchte, da ist sie nicht die Einzige. Aber liegt sie wirklich jede Nacht friedlich in ihrem Bettchen? Ich habe da so meine Zweifel. Denn aus Safe and Sound von den Capital Cities wird bei unserer Startnummer 01 eine klare Ansage. Ich bleibe auf. Hier ist Olivia. Startnummer 01, Olivia, komm zu mir. Sehr gut, alles gut gegangen, bravourös gemeistert. So ist unsere singende Prima-Ballerina, würde ich jetzt mal sagen. Du machst ja seit 4 Jahren klassisches Ballett, Olivia. Was macht denn mehr Spaß, auf der Bühne zu singen, jetzt wie beim Kiddie Contest, oder eben Schwanensee zu tanzen? Ist beides, gehört alles zusammen. Dann lass uns gleich beides kombinieren, das können wir ja auch machen in der Sendung. Vielleicht tanzt du Ballett hier zu deinem Kiddie Contest Song, was meinst du? Ja, gerne. Dann kann ich sagen, Maestro, bitte die Musik. Ah.
mutig, wie eine Fee. Olivia, dann darf ich dich gleich bitten, Feen gleich und anmutig auch in die Kicker-Lounge rüber zu entschweben. Vielen, vielen Dank. Unsere Startnummer 01, Olivia. Olivia, du schaffst das. Haben wir gelesen. Sehr gut, danke dir. Und weiter geht's mit unserer Startnummer 02. Die wohnt 800 Kilometer entfernt in Niederkassel bei Köln, die 13-jährige Ronja. Und auch sie haben wir zu Hause besucht. Hallo, ich bin die Ronja, ich bin 13 Jahre alt. Ich singe den Song Hour im Original von Taylor Swift, I Knew You Were Trouble. Am liebsten, darf ich auch sagen, singst du unter der Dusche, das heißt das immer so ein bisschen. Also ich spiele total gern Volleyball. Die Ronja war schon von Geburt an ein Kind, was sich sehr gerne viel bewegt hat und sehr sportlich, sehr bibbelig. Volleyball brauche ich, weil ich mich da richtig auspowern kann. Und dann in einer Mannschaft zu spielen, gefällt mir auch richtig gut. Ja, mich einfach mal vom Alltag Stress und alles zu lösen, da kann ich mich richtig auspowern. Zünftig bei uns, weil jetzt kommt ja das Dirndl aus Deutschland, gell? Die singt übrigens einen Song aus Amerika von der Taylor Swift, I Knew You Were Trouble. Aber das versteht ja keiner bei uns, gell? Deswegen heißt der Song bei uns ganz einfach Aua. Aua, weil das versteht ja jeder. Also, Startnummer 02, Ronja. Ich hab keine Angst, ich kenne sowas nicht. Liebe Geisterbahn, schlafe nie bei Licht. Ich trau mich, ich trau mich, ich trau mich. Ich. Ich kenne keinen Schmerz und ich verstell mich nicht, wenn mich der Schularzt in meinen Po sticht. Ich wein nicht, ich wein nicht, ich wein nicht, 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 nicht. So wie Superman bin aus Stahl. Was umhaut. Mein Herz bleibt nur bei einem wie eine Uhr stehen. Wenn ich Polka höre, Jodler, Könige auf der Bühne krähen. Mit den Stadelchören, hum, za, za, da rollen sich meine Ohren ein. Wie Frühlingsrollen, Volksmusik fährt mir in den Gehörgang rein. Wie ein Nadelstich im Trommelfell. Das schunkeln alle gleich, die Wangen, die sind rot, nur meine gerade bleich. Im Namen der Ohren, Erbarmen, N. Und zum Himmel hoch schick ich ein Gebet, dass der liebe Gott, dass du den abtritt. Hey, mein Herz bleibt wie eine Pendeluhr stehen, wenn ich Polka höre. So ist, dass ich das untertan wie ein Pickel brauch. Yeah. Wenn alle schunkeln, dann darf ich im Volkertag im Kreise drehen. Und Trompeten funkeln, Alpen schmeißt Franz sich in meine Ohren an. Aua, 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 Erdgang, ich zieh mir Zerrimesse rein. Thank you.
Applaus bitte. Schaut, jetzt habe ich mich wieder umgezogen. Ich habe ja extra das Dirndl vorhin angehabt, weil ich gedacht habe, ich mache dir eine Freude. Dann bin ich drauf gekommen, die mag überhaupt keine so Jodelmusik, das habe ich schnell wieder ausgezogen. Bisschen außer Atem ist sie, weil sie ist ja auch anstrengend. Ja. Aber es macht natürlich viel Spaß. Du hast dich beim Kiddy Contest ja mit einem ganz besonderen Lied beworben. Was war das denn für eines? Wandertag vom letzten Jahr. Richtig. Schauen wir mal kurz ins Bewerbungsvideo rein. Das flatterte irgendwann auf unseren Tisch. Kein Wandertag, kein Königreich für eine Straßenbahn. Denn dann könnte ich mir... Da sieht man Ronja. Tanzender und singenderweise und wahrscheinlich vor dem eigenen Kastenschrank. Neben meinen Eltern habe ich es gefilmt. Und wer hat gefilmt? Meine Mama. Die Mama, und die hat das so gut gemacht und vor allen Dingen du hast das so gut gemacht, dass wir gar nicht anders konnten, als dich zu uns zu bitten unter die Finalisten. Vielen, vielen Dank, Ronja. Unsere Startnummer 02. Ab in die Kicker Lounge. Und damit haben es Ronja und Olivia hinter sich, aber 8 weitere Finalisten, die warten noch auf ihren großen Auftritt beim Kiddy Contest 2013. Und dann gibt es natürlich noch jede Menge Überraschungen. Also live auf Puls 4 geht's gleich weiter. Bis gleich. We are the kids. Just play the hits. Hallo, hier ist Christina Stürmer und ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Kiddy Contest. Da sind wir wieder. Hört ihr das? Wahnsinn! Herzlich willkommen zurück beim Kiddy Contest 2013 live auf Puls 4 und live aus der ausverkauften Wiener Stadthalle F. Zwei unserer jungen Talente habt ihr schon gesehen und gehört. 8 weitere sind noch am Start und im Gepäck, da haben sie die Songs, die Hits von James Arthur, von den Imagine Dragons und von Passenger zum Beispiel. Irgendjemanden habe ich vergessen, von wem noch? Sido, richtig, den lassen wir allerdings seine Bilder aus dem Kopf weiter in sein Album kleben. Aber seinen aktuellen Hit, den haben wir uns geschnappt für unsere Startnummer 03. Jakob, 12 Jahre alt, aus Wien. Hier ist sein Kurzporträt. Hallo, ich bin der Jakob, bin 12 Jahre alt und komme aus Wien. Ich singe das Achinoa Hotel im Original von Sido, nämlich Bilder im Kopf. Ich hatte diese Bilder im Kopf, ich weiß noch. Ich möchte Schauspieler werden und halt noch größere Bühnen. So. Dass der Jakob gerne schauspielt, das hat schon ganz früh begonnen. Wenn er sich irgendwie was vornimmt, will er das auch sehr konsequent durchsetzen. Ich würde gern gewinnen, weil es wäre einfach total super. Bilder im Kopf, die hat nicht nur Sido, sondern auch unser Jakob. Er träumt von einem wahrlich spektakulären Projekt, einem Hotel für Tiere. Aber das soll er euch am besten selbst erklären. Hier ist unsere Startnummer 03 mit dem Arche Noah Hotel. Jakob! Hier wird gepiept und aufgequackt und dann bejaut und gebellt. Wir haben da etwas auf die Beine gestellt. Ja, wir sind tierisch drauf und auch ganz offiziell. Das beliebte Arche Noah Hotel. Haben Sie ein weißes Schwein daheim oder vielleicht ein Kamel? Das Urlaub machen will am Bogen sich stellen. Und noch heute, wir nehmen jeden hier mit Federn und Fell. Hier bei uns im Achinoa Hotel, Hotel. Jeder ist bei uns daheim verrückt. Nach Tieren aller Art und neulich erben wir zum Glück diese Villa. Ein fetter Garten mit einem riesigen Haus. Und mir war klar, das ist ein riesiges Schoss. Wir bauen ein Hotel, das Tiere nur besuchen. Das, wo alle Hunde, Kühe, Katzen und auch Schildkröten buchen. Denn die haben auch ein Recht auf Ferien und auf Chillen. Mit einer Kohle auf der Luftmatratze grillen. Also haben wir kalkuliert und danach unterschrieb mein Vater den Kreditvertrag mit Bauchweh bei dem Bankberater. Die Ärmel hochgekrempelt, alle spuckten in die Hände. Wir haben gebuddelt, dachten, das nimmt kein Ende. Haben zu viert hier renoviert und jede Mauer tapp
tapeziert und neu lackiert mit voller Power. Ein wahres Himmelreich für Tanzen und Pfoten, nur für Menschen ist der Zutritt hier verboten. Hier wird gepiept und auch gekotzt und auch bejaut und gebellt. Wir haben da etwas auf die Beine gestellt, ja wir sind tierisch drauf und auch ganz offiziell. Das beliebte auch in Noah-Hotel, haben sie ein weißes Schwein daheim oder vielleicht ein Kamel. Das Urlaub machen will am Boden sich stellen und auch heute, wir nehmen jeden hier mit Federn und Fell. Hier bei uns im Mach in Noah-Hotel, Tell. Zimmer 8 am Mond am Pinguinpark. Alle Frösche sind mit Badehosen im Spa und alle Kühe sonnen sich ohne BH. Die Affen hocken jede Nacht in der Bar. Der Löwenkönig zerfüllt einen Shampoo in der Präsidentensuite. Gehen die Schwäne golfen, gehen auch die Enten mit. Und am Abend ist jeder toll gestylt. Sogar die Hühner tragen heute ein Abendkleid. Alles ist hier möglich, aber bitte eines nicht vergessen. Es ist verboten, andere Gäste einfach aufzufressen. Ist auch nicht nötig, unser Essen ist toll. Und alle schlagen sich die Lampe hier bis oben in voll. Tipp noch her mit allen Vieren, applaudieren unsere Gäste. Gratulieren und attestieren ist nur das Beste. Ein wahres Himmelreich für Tanzen und Poppen. Nur für Menschen ist der Zutritt hier verboten. Hier wird gepiept und auch gequatscht und auch bejaut und gebellt. Wir haben da etwas auf die Beine gestellt. Ja, wir sind tierisch drauf und auch ganz offiziell. Das beliebte auch in Noah-Hotel. Haben Sie ein weißes Schwein daheim oder vielleicht ein Kamel? Das Urlaub machen will am Buchen sich stellen noch heute. Wir nehmen jeden hier mit Federn und Fell. Hier bei uns im Mach in Noah-Hotel. Jakob, komm zu mir. Daher bitte. Also man hat's gemerkt, unschwer war es zu erkennen. Jakob ist sozusagen der Rapper hier bei uns im Team. Ich nehme mal an, die ganz großen Rapper, so wie ein Jay-Z, ein Pitbull, ein Eminem, das sind deine großen Vorbilder. Nein, ich habe kein Vorbild. Du hast kein Vorbild? Das heißt, dann sollen sich die Jungs vielleicht eine Scheibe von dir abschneiden. Du bist das Vorbild für Pitbull, für Eminem, Jay-Z. Denn, also mit den Bewegungen, das war schon, wie geht das so cool? Wie macht man das? Ach so, okay, verstehe. Und was macht man noch als Rapper? Man fuchtelt hauptsächlich mit den Händen rum und ist cool. Ja, genau. Der Jakob hat's halt kapiert, gell, wie das funktioniert beim Rappen. Aber eigentlich haben wir schon gehört, willst du Schauspieler werden? Welche Art von Rollen schwebt dir da so vor? Alles, was cool ist und was ich mag. Naja, ich kann nur sagen, wenn du dann für den ersten Oscar nominiert bist und nach L.A. fliegst, bitte nimm mich mit, vielleicht brauchen die da drüben noch eine Moderatorin. Dankeschön, Jakob, Startnummer 03, ab in die Kicker-Lounge. Machen wir gleich mit, oder? So war das, glaube ich. So, ich merke schon, ich muss mich wieder konzentrieren. Denn eigentlich wollte ich euch jetzt was fragen, meine Lieben. Ja, ihr müsst ja auch ein bisschen mitmachen, nicht einfach nur zuschauen und klatschen und toben und trampeln. Ja? Wisst ihr, was ein Anagramm ist? Hm? Ja? Ja, was? Gewicht? Wegen der Gramm? Nein. Ein Anagramm, das Gewicht von der Anna ist es auch nicht. Nein, welche Anna übrigens? Ein Anagramm, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, das sind die Buchstaben eines Wortes in umgekehrter Reihenfolge. Ha? Verständlich? Also zum Beispiel statt Arabella, Alebara, von hinten gelesen. Oder statt Iris, Siri. Hm? Ja. Und Siri, so heißt unsere nächste Finalistin. Sie hat die Startnummer 04, ist 12 Jahre alt und kommt aus Nettenreck. Ich meine natürlich Kärnten. Hallo, mein Name ist Siri. Ich singe das Lied Magnet im Original Let Her Go von Bassenchair. Wie ein riesiger Magnet hast du mich im Bann. Ziehst mich wie ein Stern in der Ferne an. I feel so close to you right. Es geht eben um das, dass ich mich in einen Jungen verliebt habe. Und er mich eben wie ein Magnet anzieht. Sie hat mehrere Verjährer, glaube ich. Nein. Momentan. Wohl nicht. Also ich finde das Lied so schön. Es geht irgendwie so richtig unter die Haut. Ich habe meiner besten Freundin vorgespielt und sie hat gesagt, das ist das beste Lied, was du je gesungen hast.
für Elvis hätte ich früher wirklich alles gegeben. Den fand ich ja sowas von cool. Diesen Anzug und diese Koteletten, oh, voll mein Typ. Und das ist ja oft so als Teenager, da schwärmt man gar nicht so sehr für einen Jungen aus der Parallelklasse, sondern oft eben für einen großen, unerreichbaren Star. Unsere nächste Finalistin, die Startnummer 04, die kann davon ein Lied singen. Und zwar zu Passengers Let Her Go. Siri mit Magnet. Wie ein riesiger Magnet hältst du mich im Bann. Ziehst mich wie ein Stern in der Ferne an. Heller als die Sommersonne leuchten kann. Weiß ich in meinem Kopf alles um dich dreht. Und dein Name hoch über allem steht. Weil kein Augenblick je ohne dich vergeht. Du bist mein Magnet. Spürt, wie auf einmal mit mir was passiert. Du bist der Star, der mein Herz berührt. Hab mich in dich verknallt total. Kleb dein Bild auf mein Federpenal und hör deinen Song millionenmal. Wie ein riesiger Magnet hast du mich im Bann. Ziehst mich wie ein Stern in der Ferne. Dass dein Geld verprasst. Ob die Sehnsucht nach dir irgendwann vergeht, deine Kraft erlischt und der Wind sich dreht und ein neuer Stern auf meinem Himmel steht. So wie ein Magnet. Wow! Siri, dein Applaus, nicht schlecht. Hä? Siri, bei dir freut es mich, muss ich ehrlich sagen, ganz besonders, dass du mit dabei bist, denn eigentlich ist das ja der zweite Anlauf, muss man sagen. Oh mein Herr, wärst du nämlich letztes Jahr schon auf der Kiddy Contest Bühne gestanden, denn du hattest dich schon mal beworben. Und sie hat es auch weit gebracht. Also du warst bei der Audition, das ist dieses Vorsingen vor der Jury, wo wir von 20 dann auf 10, auf die 10 Finalisten reduzieren. Das war wirklich ganz, ganz knapp. Schauen wir mal rein, wie das damals war bei der Audition 2012. Klatsch, lass und lasse, ja unter Wasser, in allen Staaten gibt's was zu erwarten, zieh die Klamotten aus. Da hast du einen Song gesungen, den wir natürlich alle kennen, Wasserratten, und bist gegen Michelle nämlich damals auch angetreten. Und wir haben lange diskutiert, kann mich erinnern, in der Jury, aber wir haben uns dann also ganz knapp für Michelle, die ja dann auch sogar gewonnen hat, entschieden. Aber davon hast du dich nicht irgendwie demotivieren lassen. Wie war das, Siri, als du damals mitgekriegt hast, naja, es ist nichts geworden, was hast du dir gedacht? Naja, ich habe mir gedacht, ich gönne der Michelle den Spaß und bewerbe mich einfach nächstes Jahr noch einmal und jetzt stehe ich ja da. Richtig, dann hat es geklappt und jetzt bist du hier. Wir freuen uns sehr, vielen Dank. Vielleicht kriegst du ja sogar am meisten Stimmen dann nachher beim Voting von den Fans und den Zusehern. Das entscheiden die hier im Studio und natürlich die da zu Hause. Erstmal vielen, vielen Dank. Ab in die Kicker-Lounge mit dir, Startnummer 04, Siri. Kiddy Contest 2013.
Die Halle ist gerammelt voll mit Fans. Wo sind die Fans? Überall. Dann sind da natürlich auch ein paar Mamis und Papis. Die sind natürlich auch große Fans. Natürlich. Richtige Antwort. Und dann gibt's da auch, lass mich mal ein bisschen schauen, gut schaut sie aus, gibt's da auch ein bekanntes Gesicht, über das ich mich ganz besonders freue. Julian Le Play! Und, ja, sonst hätte ich mich zu dir irgendwie, oder ich hätte mich da, schau, ich kann mich da zu dir setzen, das ist doch fein. Kannst mir in den Ausschnitt schauen, Entschuldigung. Julian, ein bekanntes Gesicht, vor allen Dingen, weil du ja selber schon auf der Bühne standest. Natürlich, ich meine, wir kennen dich alle jetzt aus den Charts, du bist ein großer Star mittlerweile. Aber vor ein paar Jahren standest du selber noch da oben. Absolut. Das war wann war denn das? Das war 2003, das war viel kleiner noch. Da waren 200 Leute im Publikum und also ist ein Wahnsinn, wenn man das so sieht. Also eine Riesenparty haben wir damals noch nicht gefeiert. Aber es, glaube ich, war sicherlich auch eine tolle Erfahrung. Wie alt warst du damals? Können wir drüber reden? Möchtest du drüber reden? Ich glaube, ich war 12, ja. Okay, also wir sind 10 Jahre her, können wir uns ausrechnen, wie alt du jetzt bist. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, ist auch keine Selbstverständlichkeit. Ich weiß, du bist momentan irgendwie im Studio eigentlich kaserniert. Genau. Ja, wir arbeiten jetzt an einem zweiten Album, also Mr. Spielberg, das war letztes Jahr und jetzt brauche ich sowas nächstes Jahr, damit dann wieder irgendwo so ein Song von mir gesungen werden kann, hoffentlich in 2 Jahren oder so. Richtig, du sprichst schon an, dass wir ja letztes Jahr dein Mr. Spielberg, diesen Riesenhit, auch für uns in einer Kiddie-Version auf die Bühne gebracht haben. Sommerregen hieß die. Und nachdem du ja gerade auf dem Weg ins Studio bist und eine Gitarre da hast und so, hätte ich mir gedacht, vielleicht könntest du ja doch mal kurz und so klim, klim, klimper. Soll ich, ja? Bitte, bitte, bitte. Ein Mikro brauche ich nur zum Singen. Okay, warte, wo soll ich es hinhalten? Ich kenne mich nicht. Einfach zum Mund, ja, ja. Okay. Ich habe geträumt, dass wir durch die Straßen gehen, an dem Regenbogen uns gegen zu zweit. Im Sommer Regen, 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 nur geträumt, dass wir unterm Vollmond stehen, du dich an meine Schulter lehnst, da draußen im Sommer Regen. Großes Fernsehen. Toll. Muss sagen, ich bin schon ein bisschen jetzt berührt, dass die Stars mittlerweile dann auch die Kiddie-Versionen ihrer eigenen Hits singen, ja? Ich habe mir das angeschaut und ich habe jetzt auch die Laura gesehen, die sitzt ja eh auch da im Publikum, also das hat mir extrem gut gefallen. Laura, steh mal auf, sie hat letztes Jahr Sommerregen gesungen, das war so super. Und sie ist auch ein riesen Fan von dir. Ich habe sie vor der Sendung gesehen, die Laura, habe ich gesagt, der Julian kommt wahrscheinlich vorbei, da ist sie schon ausgeflippt. Gibt es ein super Autogramm von dir nach? Auf jeden Fall, ja. Okay. Gut, dann vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Genieß die Show und toi, toi, toi für das neue Album. Dankeschön. Dankeschön. Wir machen weiter mit unserer Startnummer 05. 11 Jahre ist sie alt, kommt aus Kärnten und heißt Vanessa. Hier erstmal zum Kennenlernen. Hallo, ich heiße Vanessa. Ich singe Bauchgewitter im Original von Nelly. Hey Porsche. Hey Porsche. Na, 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 ich hab Bauchgewitter. Ich habe einen kleinen Mini-Yorkshire-Terrier, der heißt Sammy und ist jetzt 1 Jahr alt. Also der Sammy, der legt sich eigentlich immer vor mir hin und er freut sich eigentlich immer, wenn ich singe. In meinem Magen. Ich tanze Hip-Hop, Ballett, Jazz und Musical. Wenn man sie auf der Bühne sieht, nachher sieht man, dass ihnen das einfach Freude macht und sind wir wirklich, wirklich stolz auf sie. Den nächsten Song, meine Lieben, aufgepasst, gut zugehört, folgt jetzt unser Ernährungsgedicht der Woche. Brille aufsetzen, ein bisschen streng von der Seite schauen und gut aufpassen, meine Lieben.
Wer Süßes stopft in seinen Rachen, ja, dem vergeht bisweilen das Lachen. Denn zu viel süße Sachen machen im Gedärm ein böses Krachen. Darum haltet euch jetzt fest, denn was jetzt folgt, ist wirklich ein zuckersüßer Hurricane. Zur Musik von Nellys Hey Porsche kämpft nämlich unsere Startnummer 05 Vanessa gegen ein Bauchgewitter. Zu viele Kekse in meinem Magen, spüre Gummibären im Bauch, Salto schlagen. Zu viel Pralinen sind in mir unter Miete. Das Ergebnis ist ein Bauchgewitter. Erst begann mit einem riesen Becher Eis, hab ihn verdrückt und dann Tiramisu mit Schlag dazu. So fing das Drama an. Dazu noch ein Tortenstück, Zürich und Bananen. Und darum geh ich jetzt gebückt. Ich liege rum und leide, hab verreckte Eingeweide, yeah. Kreide, was wie Kreide, bin ich hinter Narben in der Achterbahn. Bin krank und lege mich nieder, yeah. Ich schwör, ich tu es nie wieder. Zu viele Kekse in meinem Magen, spüre Gummibären im Bauch, Seite schlagen. Gepasst. Achtung, hier kommt der Ball. Hey, gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich sollte... Aber besser. Ich glaube, ich sollte, so wie dein Papa, Profifußballer werden. Was meinst du? Ich habe Talent. Ich habe in irgendwas auch mal Talent. Komm mal her, Schatzi. Also das stimmt, gell? Dein Papa ist ja Profifußballer. Ja. Der war sogar in der österreichischen Nationalmannschaft. Ja. Ist das auch ein verschlummertes Talent, also ein verstecktes Talent, das noch in dir schlummert? Spielst du gerne Fußball? Nein, also ich schaue nur gerne meinem Bruder, meinem Papa beim Fußball zu, aber sonst mag ich eigentlich nicht selber Fußball spielen. Du kannst das Ganze ja besingen, also Schuster, bleib bei deinem Leisten, dein Talent ist eindeutig hier die Performance auf der Bühne. Ich glaube, da hast du auch ein großes Idol, Deutschlands Superstar, Beatrice. Egli. Aber die singt doch Schlager. Ist das wieder cool? Ja, also ich mag auch sehr gerne Schlager, weil beim Kiddycon, da singt man auch deutsche Lieder. Und dann habe ich mich beworben, das steht im Finale und ich bin super froh. Das stimmt, wir sind sehr froh, dass wir dich dabei haben. Vielen, vielen Dank. Unsere Startnummer 05, Vanessa, ab in die Kicker-Lounge. Und da schon von Fußball die Rede war, kann ich nur sagen, meine Herrschaften,
Halbzeit ist. Wir sind nach der Werbung gleich wieder da mit 5 weiteren Finalisten beim Kiddie Contest 2013 live auf Puls 4. Bis gleich. Natürlich auch live mit unseren Finalisten. Die sitzen ganz gemütlich in unserer Kika-Lounge, denn das ist ja momentan wirklich noch ihre wunderbare Insel. Allerdings wird die Kika-Lounge bald einem von euch zu Hause gehören. Ihr wisst, ihr könnt sie ja gewinnen. Schreibt uns eine Mail, warum ihr die Kika-Lounge unbedingt benötigt. Eine Mail noch während der Sendung. Und ja, dann heißt es nur Daumen drücken und toi 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 sagen. KiddieContest.com, Puls4.com, da könnt ihr diesbezüglich alle Infos nachlesen. So, wie geht's bei uns weiter? Wer ist als nächstes dran? Viola, 13 Jahre alt, aus Wien und sie geht mit Startnummer 06 ins Rennen. Hallo, mein Name ist Viola. Ich singe das Lied Schönen Dank auch im Original The Lover Call. Ja, sie ist das, was man bei uns zu Hause Springginkel nennt. Sie ist überdreht. Auf eine gute Weise. Sie ist eigentlich nie still. Sie ist sehr bewegungsaktiv, sehr energiegeladen. Und aber wenn sie etwas will, auch sehr, sehr konzentriert. Sie hat mit 9 Jahren ihr erstes Song and Dance Solo gemacht, mit dem sie auch gleich österreichische Meisterin geworden ist. Ich könnte so nie aufhören, so richtig. Ich müsste immer ein bisschen noch was machen fürs ganze Leben, weil es ist einfach toll, sich so zu bewegen. Mit The Lover Call landeten The Makemakes aus Salzburg heuer ihren ersten großen Charts-Hit. Und bei Viola wird daraus Schönen Dank auch. Und aufgepasst, was jetzt passiert, das ist eine absolute Premiere beim Kiddie Contest. Die Begleitband auf der Bühne, das sind die Originalinterpreten. The Makemakes, ja! Mit unserer Startnummer 06, Viola! Ich kann mir
Viola mit den Make Makes. Toll, Burschen, dass ihr mitgemacht habt. In diesem Sinne auch nochmal schönen Dank auch, oder? Ich wiederhole das. Danke. Viola, komm zu mir. Die meisten beim Kiddie Contest Viola, die wollen ja irgendwie auf die Bühne, entweder als Sänger, Sängerin oder Schauspieler, wie wir schon gehört haben. Das ist bei dir ganz anders, denn du interessierst dich für Zähne. Ja. Du willst Zahnärztin werden. Ja, genau. Was ist denn da so interessant? Also ich will halt Menschen helfen, aber bei Ärzten, bei ganz normalen, da sterben halt immer Leute. Und, also nicht immer. Nicht immer, zum Glück sehr selten. Und beim Zahnarzt, das habe ich noch nie gehört, dass irgendwer gestorben ist. Nein, vor allen Dingen freuen sich alle Leute, wenn sie zum Zahnarzt gehen. Also kannst gar nicht, du weißt gar nicht, wie sehr ich mich da freue. Aber wir können mal kurz in die Zukunft schauen, das könnte dann so aussehen. Ja? Wenn die Viola mal Zahnärztin ist, dann schaut sie sich die Beißerchen ganz genau an. Gut, also Zahnärztin wäre eine Option. Andere natürlich, dass du Tänzerin und Sängerin wirst. Du bist ja eine unglaublich tolle Tänzerin, hast viele Preise schon gewonnen. Und bei den Proben, da hat sie immer Sachen gemacht, Kunststücke, akrobatische Übungen. Also da haben wir mit den Ohren geschlackert. Könntest du uns was vorführen? Ja, ich kann euch ein freies Rad zeigen, ein Aerial. Das ist ein Rad ohne Hände. Aber sehr, sehr gerne. Bitte, soll ich dir was abnehmen? In Deckung gehen vielleicht? Dann schauen wir uns das mal an. Oh. Bravo! Bleibt nur zu sagen, das muss man können und sicherlich auch ein paar Mal probiert haben unter Aufsicht. Deswegen bitte nicht nachmachen, weder jetzt hier im Studio noch zu Hause. Aber ansonsten vielen, vielen Dank. Ab mit dir in die Kicker-Lounge. Startnummer 06, Viola! Beim Kiddie Contest ist es übrigens auch nicht viel anders als im normalen Leben. Man muss üben, üben, üben und genau das haben unsere Finalisten auch in den letzten 3 Tagen gemacht. Sie haben viel geprobt, um sich auf die heutige Live-Show vorzubereiten. Unsere Kids-Reporterin India hat sie dabei begleitet und India, da bist du! Wir sind schon ganz neugierig, was du mit der Kamera da alles eingefangen hast. Das sehen wir uns an. 2000 Kinder haben sich beim Puls 4 Kiddie Contest 2013 beworben. 10 davon haben es ins Finale geschafft. Für die heißt es jetzt Proben, Proben und nochmals Proben. Doch zuerst gibt es ein großes Wiedersehen. Probe beginnt. Auf geht's. Los geht's, los. Siri, was hast du für Choreografie bei deinen Song? Also bei mir sind so Stars und zum Beispiel also das ist Justin Bieber und ich schaue halt immer einen Star davon voll verliebt an. Ja, wir spielen ein Spiel, weil wir warten jetzt noch, bis wir drankommen und das vertreibt ein bisschen die Nerven. Es wird ja. Ja, jetzt zu Anfang, wie ich jetzt hergekommen bin, war ich total nervös. Jetzt bin ich ein bisschen weniger, aber trotzdem bis zum Finale bin ich schon echt. Puh. Das gab es noch nie. Bereits vor dem großen Finale haben die 10 Kiddie Contest Finalisten ihren ersten großen Auftritt. Also ich finde es voll cool für alle, so ein Autogramm zu schreiben und das macht auf jeden Fall Spaß. Ja, ich finde es auch voll cool, also so ein kleiner Star zu sein eigentlich. Warum bist du eigentlich hier? Ich wollte ein Autogramm. Auf was freust du dich am meisten? Auf die Musik. Ich finde die Finalisten so cool, da hole ich mir auch selber ein Autogramm. Cool schaut das aus. Dankeschön. Fertig werden. In wenigen Minuten geht es los. Die 10 Kiddies proben ihren gemeinsamen Auftritt auf der großen Showbühne. Mit einer kleinen Überraschung.
mit den Ohren wackeln, er nuckelt an Fingern. Ganz echtes Tierchen. Super. Jetzt geht es weiter mit dem Kiddie Contest 2013. Ja, wir haben ganz schön was erlebt, unsere Finalisten. Und wir erleben jetzt auch gleich was, nämlich den Auftritt der nächsten Kandidatin. Startnummer 07, 11 Jahre ist sie alt, sie kommt aus der Steiermark und heißt Carina. Ja, Carina. Hallo, ich bin die Carina und ich singe Wir protestieren im Original Radioactive von Imagine Dragons. Mir war es als Mama sehr wichtig, dass sie irgendwas mit Musik macht. Mir macht das Klavierspielen sehr viel Spaß und die Aufführungen in der Musikschule auch. Ihre Mama hat auch bei mir gesungen und sie ist dann als so kleiner Stöpsel ist sie vor der Mama gestanden und hat uns alle genau beobachtet. Mein Traum ist, dass ich da überhaupt einmal auf der Bühne stehen kann. Teddybären, Clowns und Puppen, ja, haben die heutzutage überhaupt noch ihre Existenzberechtigung in den Kinderzimmern? Oder haben sie längst den Kampf gegen die Smartphones und Apps verloren? Radioactive von den Imagine Dragons, so heißt das Original. Und das wird bei unserer Startnummer 07 zum Revolutionslied aller Kuscheltiere. Carina mit Wir protestieren. Um Mitternacht, als alles schläft, sind wir erwacht, denn der Fischbär rief zum Krisenrat im Spitzergland. Yeah! Ah. Wir haben verloren, so sprach der Bär, die Kinder lieben ihre Handys mehr. Unser Platz in ihrem Herz ist leer. Oh, es ist genug. Wandern aus. Es war genug.
komm zu mir, meine Liebe. Da kann ich nämlich gleich überprüfen, ob du auch eine bist, die zu Hause dann eher so mit zwei Daumen spielt, ha? Ja, also, ja. Muss man schon ganz ehrlich sein. Dabei gibt es so viele Leute zum Schmusen zu Hause bei dir. Die Mama, den Papa und sogar den Willi. Wer ist denn der Willi? Also, das ist mein Kater und der ist 3 Jahre alt. Sollen wir uns den mal anschauen? Ich glaube, du hast ein Foto mitgebracht. Wie schaut der denn aus, der Willi? Oh, eine Tigerkatze mit wunderschönen, so grün-gelben Augen, gell? Haben die ja meistens, ein Süßer. Gut, Carina, dann bedanke ich mich auch schon vielmals. Ab in die Kicker-Lounge, Startnummer 07, Carina! So, jetzt möchte ich erstmal doch zu euch ins Publikum gehen. Ich bin ja eine Moderatorin, vor der ist man nie sicher, weil wenn es mir dann einfällt, dann gibt es kein Halten mehr da oben auf der Bühne. Dann brauche ich den Kontakt zu meinem Publikum. Wo sind die Fans? Überall da. Sehr gut. So, wo? Die Fans. Die Laura zum Beispiel. Wen haben wir denn da? Wo? Wo? Seid ihr richtige Fans? Habt ihr im letzten Jahr auch brav zugeschaut? Ja! Du warst dabei? Na gut, und wie hieß der Song, der gewonnen hat letztes Jahr? Die Michelle, genau. Und die hat gesungen? Wasserratten, Wasserratten. Kannst du Wasserratten singen? Wer kann singen? Wer kann singen? Wer? Wer, 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 wer? Kannst du Wasserratten singen? Wie heißt denn du? Nina. Nina, stimmst du das mal an für mich? Das wäre ganz toll. Nur den Refrain? Ach, gerne den Refrain. Wer wird im Wasser hier immer nasser? Du hast Ratten, die Wasserratten sind ausgerüstet mit Badekarten und Taucherbrillen. Die Wasserratten. Du kannst ja den ganzen Text. Super, wow, Dankeschön. Schau, da habe ich auch was für dich. Als wirkliches Dankeschön. Oh, zittrige Hand. Die brandneue Kiddie Contest Volume 19. Einmal noch für euch zum Schauen, aber sie gehört der jungen Dame, die gerade so toll gesungen hat. Ganz brandneu. Achtung, heiß. Die kommt aus dem Backofen. Ganz, ganz frisch, ganz, ganz frisch. Viel Spaß damit. Übrigens, da ist auch das Siegerlied natürlich drauf, der heutigen Show. Wir wissen nur noch nicht, welches es ist, weil so weit sind wir ja noch nicht. Aber ihr sollt an dieser Stelle bedenken, merkt euch bitte die Startnummern unserer Finalisten, Finalistinnen, ganz wichtig nachher für das Voting am Ende der Sendung. Vielleicht bringt ihr die Nummer 8 unserer nächsten Kandidatin Glück. Sie hat nämlich Startnummer 08 und sie ist 8 Jahre alt. Amelie aus Tirol. Hallo, ich bin die Amelie, bin 8 Jahre alt. Ich singe die Tür der Zeit, ein Original von der Christina Stummer, Million Lichter. Sie bringen uns sicher durch die Nacht. Dreh die Tür der Zeit auf, bleib wo du bist. Hallo. Also ich mag eigentlich alle Tiere gern. Da kann ich mich noch erinnern, da wollte ich mal einen Moskito erschlagen, der mich gerade gestochen hat. Und dann hat sie mich angeschaut und sie gesagt, lass sie doch leben. In unserer Familie singt eigentlich niemand so eigentlich. Aber ich glaube, das habe ich mir eigentlich selber beigebracht. Und Opas, die erzählen ja immer von der guten alten Zeit, aber ob wirklich alles so toll war in den 60er und 70er Jahren? Millionen Lichter von Christina Stürmer werden auf jeden Fall bei unserer Startnummer 08 zu einer eindeutigen Warnung. Mach sie nie auf, die Tür der Zeit. Hier ist Amelie. Ich hab da was im Schrank entdeckt. Direkt in die Vergangenheit gekracht, mein
nie die Tür der Zeit auf. Geh nicht rein. Das könnte nämlich ein Job für dich sein. Die Tür zum Gestern nagel sie zu. Das letzte Jahrhundert ist tabu. Mach nie die Tür der Zeit auf. Bleib wo du bist. Wer sicherlich heute viel cooler ist. Viel cooler. Nur schwarz-weiß. Musik dreht sich auf schwarzen Scheiben hier im Kreis. Kein Mäcki, kein Web und Fotos, nur Papier. Die Beatles in allen Ohren, wie und sie war noch nicht geboren. Keine Geldautomaten. Ist sie erst alt. Sag mal, Amelie, woher nimmst du den Mut, dich da mit 8 Jahren auf so eine riesen Bühne zu stellen und vor Tausenden von Menschen zu singen? Ich singe einfach. Und das macht Spaß, oder? Wie war das jetzt? Cool. Cool, kann man sich dran gewöhnen. Amelie, weil du das so toll gemacht hast, würde ich dich gerne auch als Co-Moderatorin einsetzen. Kannst du mir ein bisschen helfen? Wie geht's denn weiter im Programm? Mit der Werbung. Mit der Werbung, stimmt. Vielen Dank, Amelie. Ab in die Kicker-Lounge, Startnummer 08. Und wie Amelie so schön gesagt hat, wir springen ganz kurz in die Werbung und sind dann wieder da mit den letzten beiden Startern und natürlich mit dem großen Voting beim Kiddie Contest 2013 live auf Puls 4. Bis gleich. We are the kids. Just play the hits. Hi, I'm Amy McDonald, and I just want to say good luck to all of you. We are the kids! Just play the hits. Willkommen zurück beim Kiddie Contest 2013 live auf Puls 4. Und wie man merkt, Wahnsinnsstimmung hier in der ausverkauften Wiener Stadthalle F. Und das liegt natürlich maßgeblich an den großartigen Auftritten unserer Finalisten. Ja, zwei stehen noch aus, wobei für einen Finalisten, das schlägt jetzt gleich die Stunde. Er hat Startnummer 09, kommt aus Düsseldorf, ist 12 Jahre alt und heißt Marcel. Hallo, ich bin der Marcel, ich bin 12 Jahre alt und ich singe Ich hab kein Netz im Original Impossible. Ist ein Wirbelwind. Es macht immer Spaß, also erfüllt immer so einen Raum mit seinem ganzen Temperament und seinem Wesen. Ich mag Karate, weil ich, seitdem ich angefangen habe, habe ich gemerkt, dass ich irgendwie in der Schule und auch so in meiner Umwelt irgendwie viel disziplinierter geworden bin. Also ich glaube, bei den Mädchen kommt besser das Singen an, weil ich glaube, das ist jetzt ein bisschen blöd, wenn ich jetzt da so stehe und vor den Mädchen hier so irgendwelche Dinge zeige, dann denkt ihr, was ist denn das für ein Dummer? Impossible!
Mit diesem Song gewann James Arthur die britische Ausgabe von X Factor. Vielleicht bringt der Song ja auch unsere Marcel Glück. Wobei er singt von einer echten Katastrophe. Einem Mann, der das Wichtigste in seinem Leben verloren hat. Startnummer 09, Marcel mit Ich hab kein Netz. Ohne Nachricht, ohne Spur, bist du heute um 7 Uhr einfach abgehauen und verschwunden. Ich dachte mir als Optimist, dass du noch nicht munter bist, doch nun warte ich schon seit Stunden. So ein Mist, denn hier steht die Verbindung, die ist nicht verfügbar, sie hat sich vertschüsst. Oh, mein Draht in die Welt ist im Eimer, schlimmer als ne 5 und Pickel auf der Nase, schlimmer als Spinat und eine Fieberblase, schlimmer als ein Albtraum oder ein leeres Sparschwein. Unglücklich verliebt sein, schlimmer ist es, wenn ich check, ich hab kein Netz, ich hab kein. YouTube gehen und auf Skype die Oma sehen, geht denn dieser Spruch nie vorüber, rüber. Ich geb nicht auf und starte neu, streichel dich und zähl bis 3, doch wie's aussieht, bist du hinüber, nüber. Papa hat die Leitung schon x-mal gecheckt, den ganzen Kabelsalat umgesteckt, doch das Drama, es findet kein Ende. Netz nur sein, am Monitor steht nach wie vor offline. Das hast du wirklich mit dem Brustton der Verzweiflung gesungen. Also eine schreckliche Vorstellung. Ich habe kein Netz, aber mittlerweile ja für uns alle. Marcel, wenn ich mal auf meine schlauen Karten schaue, dann in Bezug auf deine Person, schau, was da steht. Was ich hasse, wenn man mich blöd anmacht und was ich kann, Karate. Das klingt nach einer gefährlichen Kombination. Ja, aber ich schlag mich jetzt nicht so. Also das ist nur für Selbstverteidigung, wenn jemand mich angreift oder so. Also eigentlich fürs Training. Ich weiß, du bist überhaupt kein Haut drauf. Ganz im Gegenteil, du bist der Philosoph hier unter unseren Finalisten. Denn du hast also irgendwas Gutes gesagt zum Thema, muss man denn unbedingt siegen beim Kiddie Contest? Also es ist cool, klar, aber es geht nicht wirklich ums Gewinnen, sondern mit den Kiddie Contest Kids Party zu machen und sich kennenzulernen und einfach feiern und singen fürs Leben und auf der Bühne stehen. Yeah, that's it. Ab mit dir in die Kicker Lounge mit diesen weisen Worten. Startnummer 09, Marcel. Und damit geht's in die Zielgerade zur Startnummer 10. Erlösen wir unsere letzte Finalistin. Lange hat sie warten müssen. Sie ist 11 Jahre jung, sie kommt aus dem Burgenland und sie heißt Lisa. Ich bin Lisa, bin 11 Jahre alt. Ich singe der Gitterbettprinz im Original I Couldn't Care Less von Leslie Clio. Yes!
Lisa hat ihren eigenen Willen. Wenn sie sich etwas in den Kopf setzt, dann bringt sie das auch meistens durch. Ich tanze seit 5 Jahren und ich liebe es zu tanzen und zu singen und ich will auf jeden Fall im Beruf das weitermachen. Lisa ist immer sehr diszipliniert, sehr arbeitet hart beim Singen und beim Tanzen, auch beim Schauspielen. Und jeder Lehrer ist mit ihr zufrieden. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ja? Ha? Das steht vor einem Haus, wenn ein Baby geboren wurde. Und genau davon singt Lisa unsere Startnummer 10 in ihrer Version von Leslie Clios I Couldn't Care Less. Meine Damen und Herren, meine Herrschaften, Ihre Majestät, der Gitterbettprinz. Es war im letzten März, da brachte mir der Klapperstoch ein Bruderherz. In einem winzigen Bündel mit rotem Kopf und einer dampfenden Binde. Den kleinen Sonnenschein quartierten meine Eltern in meinem Zimmer ein. Und mir war sonnenklar, ich spiel die zweite Geige und ist er der Star. Der Gitterbettprinz macht, was ihm gefällt. Der Gitterbettprinz erobert die Welt. Der Gitterbettprinz, es dreht sich alles nur um. Den Gitterbettprinz, da kriegt ihr jeden rum. Ihm gehen alle voll in die Falle. Der Gitterbettprinz regiert das ganze Haus. Er kennt jeden Trick, da lacht er dich an, da lachst du zurück. Beim Gitterbettprinz, da geht an jeder K.O. Er kapert sein Herz und alles sowieso. Der Gitterbettprinz im neuen Flotil. Der Gitterbettprinz vom Kopf bis zum Ziel. Der Gitterbettprinz mit seinen wenigen Haaren. Der Gitterbettprinz, der hat nur einen Zahn. Ihm gehen alle voll in die Falle. Gitterbettprinz regiert das ganze Haus. Oh oh. Oh oh oh. Oh oh. Oh oh oh. So, jetzt sind wir aber neugierig, Lisa. Wollen wissen, ist dir denn die Geschichte vom Gitterbettprinz im wahren Leben wenigstens erspart geblieben? Ja. Und warum? Ja, eine Schwester reicht. Eine Schwester reicht und die Schwester ist älter als du. Das heißt, du warst die Gitterbettprinzessin. Eigentlich. Ja, die Sache mal kurz umgedreht, gell? So, jetzt habe ich mitbekommen, es gibt, also du liebst den Kiddie Contest, wie alle, aber es gibt noch eine Sendung auf Puls 4, die du fantastisch findest. Das ist? Austria's Next Topmodel. Mit den ganzen Models, den schönen Mädels und so weiter. Kannst du auch diesen Blick, weil die haben ja so einen speziellen Modelblick drauf. Irgendwie, die schauen doch immer so. Oder so irgendwie. Kannst du das auch? Na? Na, das werden wir noch ein bisschen üben. Vielleicht auch den Gang. Wir gehen einfach mal rüber zu den anderen in die Kicker-Lounge. Start Nummer 10. Lisa! Wer hätte das gedacht? Meine Lieben, kurz innehalten, es ist vollbracht. Ihr habt es geschafft.
Eure Auftritte, super, alles gut gegangen, bravourös gemeistert. Dafür gibt es jetzt einen dicken, fetten Sonderapplaus. Ja, genau, kommt gleich das Rote. Zuerst vielen, vielen Dank. Ich muss das Publikum auch mal loben. Ihr macht das wirklich gut mit dem Applaudieren. So gut, dass ich gleich noch einen Applaus einfordere. Und zwar für die Tänzerinnen, die unsere Finalisten unterstützt haben bei den Songs. Ganz, ganz großartig gemacht. Das Tanzensemble des Performing Center Austria unter der Leitung von Maria Blaus. Seid ihr dran, zu Hause, natürlich auch hier im Saal, aber vor allen Dingen auch die Fans zu Hause. Jetzt müsst ihr entscheiden, wen ihr zum Sieger oder zur Siegerin vom Kiddie Contest 2013 machen wollt. Die Fans konnten ja schon in den letzten 10 Tagen abstimmen. Da gibt es auch ein erstes Ergebnis, das allerdings kennt nur unser Notar. Und das wird wahrscheinlich auch nicht lange halten, wird gleich umgeschmissen werden durch eure Anrufe und eure Votings. Ja, denn ich sage euch jetzt die Telefonnummer. Also, wenn ihr eure Stimme abgeben wollt für eure Lieblinge, für eure Favoriten, ihr könnt natürlich für mehrere anrufen und so oft anrufen, wie ihr wollt. Die Telefonnummer ist die 0821 205 500 und an diese Nummer immer die Endnummer dranhängen, die Startnummer eures Favoriten. Also, wer für Olivia mit Startnummer 01 stimmen möchte, der wählt die 0821 205 500 mit der Endnummer 01. Für Ronja gilt dieselbe Nummer mit der Endnummer 02. Für Jakob die Endnummer 03 und das geht dann bis zu Lisa mit der Endnummer 10. Alle Infos, alle Nummern findet ihr aber natürlich nochmal im Internet auf kiddiecontest.com und puls4.com. Und wenn ihr euch noch nicht ganz sicher seid, wen ihr überhaupt wählen wollt, dann seht euch bitte mal jetzt die Zusammenfassung an. We are the kids. Just play the hits. Das ist nur das Beste. Ein wahres Himmelreich mit Tanzen und Puppen. Nur für Menschen ist der Zutritt hier verboten. Hier wird gepiept und auch gequatscht und auch bejaut und gebellt. Wir haben da echt was auf die Beine gestellt. Ja, wir sind tierisch drauf und auch ganz offiziell. Das beliebte Acht in Noah Hotel. Hör mich in mich verknallt. Keksen in meinem Magen, spüre, wo mir
Ab jetzt heißt es anrufen und voten. Die Leitungen sind geöffnet und ihr entscheidet, wer wird der Sieger oder die Siegerin beim Kiddie Contest 2013. Dann läuft natürlich immer noch unser Gewinnspiel rund um die Kika Lounge. Alle Infos dazu im Internet. Und die sind in ungefähr 19 Minuten, knapp 20 Minuten wieder da. In der Zwischenzeit bleibt aber auf Puls 4 alles kiddifiziert mit der Doku Kiddie Contest, der Weg ins Finale. Also dranbleiben, voten. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. We are the kids. Just play the hits. Are you ready for this? We're MadCon and we welcome you to the Kiddie Contest. Sich jetzt alles um die Entscheidung, wer wird der Sieger, wer wird die Siegerin in diesem Jahr. Im letzten Jahr war das Michelle. Das ist immer noch eine Nummer, bei der wirklich jeder anfängt zu tanzen. Michelle, schön, dass du sie uns dargebracht hast. Du hast aber heute noch was vor. Ja, ich bringe die Siegerstatue zu der Gewinnerin oder Gewinner. Genau, also wir wissen es ja noch nicht genau. Vielen Dank, Michelle, du kommst nachher gleich wieder, okay? Was denn? Ich möchte Grüße ausgeben an meinen Klassenvorstand, den Herr Ortler und meine ABF und Danke sagen für meine Familie. Gut gemacht. Dankeschön, Michelle. Bis gleich. So, ich komme mal zu euch. Da sitzen nämlich die Finalisten in der Kika Lounge. Gleich dreht sich alles wirklich nur noch um euch. Aber zuerst möchte ich noch kurz bekannt geben, wer diese fantastische Kika Lounge überhaupt gewonnen hat. Das war ja unser heutiges Gewinnspiel. Und ich habe hier jetzt ein Kuvert. Hat das jemand zugeklebt? Ja? Oh Gott. So, Moment. Und die Kika Lounge, die geht nach Vorarlberg zu einem gewissen Luca und mit Nachnamen heißt er Luca Notdurfter. Herzlichen Glückwunsch! Viel Spaß mit der Kika Lounge und ein großes Dankeschön auch an alle, die mitgemacht haben. So, meine Lieben, jetzt allerdings dreht sich alles, also fast alles, wirklich nur noch um euch, denn jetzt geht's um den Sieg, um den Sieg. Seid ihr nervös? Ja, habe ich gesagt. Das lässt sich nicht vermeiden, so muss es auch sein. Ich selber persönlich bin ganz froh, dass ich nicht voten musste, denn ich hätte natürlich für alle angerufen. Denn die Nummern sind alle fantastisch, eure Auftritte auch, aber zum Glück kann man sich das nochmal, aha, zittrige Finger hier, merke ich schon, Herzschlag wahrscheinlich bis zum Hals. Zur Beruhigung kann man sich da zu Hause dann die Kiddie Contest Volume 19 CD auflegen. Ihr wisst, seit gestern im Handel und hoffentlich bald ganz oben in den Charts. So, jetzt warten wir eigentlich nur noch auf den Buzzer. Genau, der Buzzer, der Buzzer. Der Buzzer ist das Zeichen. Die Leitungen sind geschlossen. Das Ergebnis steht fest. Wir wissen schon, wer Gewinner des Kiddie Contest 2013 ist. Also wir wissen es noch nicht. Der Notar weiß es, der muss allerdings hinter den Kulissen noch mal kurz alles auswerten und überprüfen. Das heißt, wir haben noch 2-3 Minuten. Und das trifft sich ganz gut, denn wir haben hier auch eine wunderbare Boyband, sehr, sehr heiß, die deutsche Antwort auf One Direction. 3 Buben, keiner älter als 17 Jahre alt. Hier ist 3A. Applaus
Sand liegt auf der Straße. Wind weht in dein Haar. Sekunden sag ich Hallo. Dankeschön. So, meine Lieben, aber jetzt ist es Schluss mit lustig. Und vor allen Dingen ist es jetzt Zeit, sich den wirklich wichtigen Dingen im Leben zuzuwenden. Und das heißt, es geht um die Entscheidung, um den Sieger oder die Siegerin. Wen habt ihr zum Gewinner des Kiddie Contest 2013 gekürt? Dieser Frage gehen wir jetzt auf den Grund. Ich habe mir gedacht, wir reduzieren erstmal von 10 Finalisten auf 3. Also ich würde gerne die Top 3 ermitteln. Die 3, die von euch zu Hause am meisten Stimmen bekommen haben. 3 Namen erscheinen jetzt gleich hier auf dieser Wand. Es sind die Namen der 3 Finalisten, die am meisten Stimmen bekommen haben. Wobei ich dazu sagen muss, es gibt kein Ranking, keine Reihenfolge. Also der oder die Erste, den Namen sieht man jetzt gleich, hat nicht unbedingt am meisten Stimmen bekommen. Ja, ist möglich, aber auch nicht. Okay? Seid ihr bereit? Aufgepasst. Wenn ihr euren Namen seht, bitte sofort aufspringen und zu mir kommen. Dann seid ihr bei den Top 3. Also, wen habt ihr zu Hause und hier im Saal unter die Top 3 gewählt? Die ersten Freudentränen sind das hier auf der Bühne, Vanessa. Ja, es ist echt du, ich kneif dich mal. Ja, okay. Also, wer gesellt sich zu dir? Wer gehört auch zu den Top 3?
Olivia! Olivia! Und die zweite, die heute auf der Bühne. Sehr gut, aber momentan haben wir nur ein Duo und wir brauchen drei. Also, wer ist unter den Top 3 dabei? Der oder die Letzte, der oder die sich dazu gesellt? Lisa! Lisa mit dem Gitterbettprinz. Okay, also. Die drei mit den meisten Stimmen dort drüben, aber auch großartige Leistung. Ein Applaus für alle, die aufgetreten sind. Für die Mamas und Papas und Omas und Opas und Tanten und Onkel, die unterstützt und gecoacht haben. Alle haben wirklich Großartiges geleistet. Aber es gibt natürlich nur einen Sieger bzw. eine Siegerin. Was gibt es denn überhaupt zu gewinnen? Schaut euch das mal an, meine Lieben. Eine von euch bekommt diesen Preis. Als Siegerin fliegst du im nächsten Juni mit Mama und Papa für ein verlängertes Wochenende nach London. Höhepunkt in eurem Reiseprogramm ist die derzeit wohl beste Live-Show der Welt. One Direction live im Wembley Stadion. Also, ein Wahnsinnspreis. Mir ist jetzt schon fast die Stimme weggekippt. Und ich muss euch sagen, ich weiß auch schon, wer ihn gewonnen hat, denn ich konnte nicht anders. Ich habe das Kuvert geöffnet, ich habe hineingeschaut und ich sage euch eines. Es ist auf jeden Fall eine Siegerin, das ist ganz klar. Also, gewonnen den Kitty Contest 2013 hat Lisa! Lisa, da kommt doch sicherlich gleich die Kitty Contest Siegerstatuette. Dann natürlich als Gratulanten die anderen Finalisten. Mama, Papa, auf die Bühne. Mama, Papa, auf die Bühne. Ihr dürft draufkommen, klar. Unsere Tänzerinnen. Dann brauchen wir natürlich auch ganz spezielle Gratulanten, die Erfinder und Produzenten des Kitty Contest, Erwin und Norman. Und ganz kurz, gib mir noch mal das Mäuschen. Herzlichen Glückwunsch. Lisa! Noch einmal. Soll ich dir was abnehmen? Ja? Also, die Gewinnerin Kitty Contest 2013, Lisa, wir sind im nächsten Jahr wieder da mit einem großen Jubiläum. 20 Jahre Kitty Contest. Da gibt es dann überhaupt ein Riesenfest. Tickets könnt ihr euch übrigens jetzt schon sichern, glaube ich ab November. Und jetzt aber nochmal den Siegersong und alle singen mit.